Hey, what's up YouTube? I'm here with my transgender friend Tolger and we're looking at ABK. Okay. Gar nichts, ich bin körperlich schwach, ich kann nicht kämpfen, gar nichts. Ich hab kein Sharat, keine Dern, kein Nahmus. Egal was das ist, hab ich alles nicht. Ich bin kein Mann, ich bin eine Pussy, offiziell. Weil ich weiß, du hast eine Unterdrückerader in dir. Ich werde mich auf keine Gespräche mit irgendwelchen Hintermännern einlassen und sonst was. Sollte ich irgendeine Drohung abbekommen oder irgendein Telefonat, vermeintliches Telefonat, ich werde alles direkt öffentlich machen. Ich bin zwar Kenneck, aber ich komme nicht aus eurer Welt, in der man zu irgendwelchen fremden Männern, die was zu sagen haben, auf Krampf immer Onkel, Abi, Abi sagen muss. Deswegen kläre ich auch nichts auf dieser Ebene, sondern direkt auf dem rechtlichen Wege mit der Polizei, mit Anwälten und sonst was. Lasst mich in Ruhe. Internet ist mein Job. Ihr habt euch jetzt auf mich. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ABK hat ein Video gemacht. Er hat da so einen Witz gebracht, wie er den Witz immer bringt über jeden. Und dann hat Manuelsen sich das Video angeguckt, hat eine Reaction dazu hochgeladen, hat gesagt, hier ABK, bla bla, Ansagen mal Mann sagen. Und die Reaction von Manuelsen war schon ehrlich Ding, aber die gucken wir uns jetzt gleich an. Mich eingelassen. Ey, ja, Leute, yes. Da bin ich wieder. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen. Ist schon vorbei. 5 minutes is over. Wo ich ein Spiel gespielt habe mit einem Känguru. Auf einmal kommen natürlich wieder Telefonate, private Nachrichten. Unser berühmt-berüchtigter Manuelsen hat auf dieses Video reagiert. Und ich sag euch jetzt schon mal im Vorfeld. Einer der dümmsten Reaktionen, die ich gesehen habe. Inhaltslose Scheiße. Zu beleidigen. Es ist wirklich dieses, er hat freigesprochen und Bilder benutzt. Auf diesem Level. Ich habe wirklich Bock, nach diesem Video diesen Schwarzen, der bei der AfD ist, zu rufen und mit ihm zusammen ein Video zu drehen. Bevor wir überhaupt anfangen, wer ist Manuelsen überhaupt? Ich habe jetzt mit dir noch nie was zu tun gehabt. Ich kenne dich auch gar nicht. Vielleicht kennst du mich auch nicht. Doch, ich kenne dich. Ich feiere deine Memes voll. Also ich kenne dich nur von Memes, von Musik gar nicht. Ich kenne nur deine Memes. Manuelsen ist irgend so ein 45-jähriger Rapper, der mittlerweile Diss-Tracks macht gegen seine Ex-Frau bzw. die Mutter seiner Kinder. Stell dir mal vor, du siehst deinen Vater, der hat 16 Bars gegen deine Mutter gerappt. Er versucht so... Songs zu machen, alles mögliche, aber Leute haben gar keinen Bock, sich das so lange anzuhören. Die wollen dir einfach nur maximal 5 Sekunden sehen in irgendeinem kurzen Meme und das war's. Auf jeden Fall kennt man Manuelsen dafür, dass er auch voll oft Ansagen an Leute macht und sonst was. Damals hat er eine richtig krasse Ansage an Bösemann gemacht. Kein Bock mehr auf deine Platzaxt! Komm raus, Bruder! Daraufhin wurde Manuelsen in seiner Waschstraßenhose direkt schlafen geschickt von diesem LKW-Fahrer hier. LKW-Fahrer. 90 Twitch Prime Sub Roger hat sogar extra das Fasten ausgelassen, damit er sich auf diesen krassen Boxkampf vorbereitet. Ich rede das offen. Ich mache da kein Geheimnis draus. Ich habe wirklich ein paar Tage vom Fasten ausgelassen, weil ich trainiert habe einfach. Ja. Bruder, jedem das seine so. Ich schieße so, Bruder. Ich schieße eure Herzen, Bruder, ja. Guck, hast dein Ramadan sausen lassen, damit du dich auf deinen Boxkampf vorbereitest. Am Ende hast du sogar mit vollem Magen verloren. Manuelsen hat gefühlt sein Leben lang Menschen betrogen mit Rücken und sonst was. Da musste der einmal was im Ring alleine klären und wird direkt schlafen geschickt. Da hat Manuelsen so K.O. gehauen, dass Manuelsen auf den Boden geklebt hat wie ein Klimaaktivist. Man merkt richtig, wie geistig verwirrt Manuelsen ist. Diss-Track gegen die eigene Ex-Frau vom Bösemann kassiert. Musik läuft nicht. Bruder, du redest doch gerne Arabisch. Bruder, ich mach mal schon mal kurz die Vorgeschichte. Weißt du, was das heißt? Was hat er gesagt? Von Arabisch? Ja. Nee. Weißt du, was das heißt? Nee. Das heißt so viel wie, wenn du Knockout gehst, versuch immer in recht stabile Seitenlage zu bleiben. Ja. Damit, falls noch ein Schwinger kommt, damit du schon auf Boden liegst und Ellbogen muss an dein Knie sein, wegen stabile Seitenlage. Okay. Hast du gelernt damals bei Erste-Hilfe-Kurs? Ja, lese ich. Baba. Zu erklären. Es gibt so einen Typen, der nennt sich... Brauchst du gewinnen? Das ist ein gescheiterter Rapper, bei dem halt einfach nicht läuft. Aber der ist auch gleichzeitig teilweise so ein Cancel-Culture-Schwarzer. Wenn du Kakao in seiner Anwesenheit bestellst, fühlt er sich direkt angegriffen. Nachdem er dieses Video von Manuelsen gesehen hat... Ey, Walle, Tolga, du bist loster als Speed, Walle. Als hab ich als Hitches gelaufen, ich bitte dich. Knie an, was? Ey, Dreddys! Wir waren Transporter bei meinem Umzug, ja? Tolga hat Navigation in Hand. Ich sag, Tolga, wie lange müssen wir noch fahren? Der sagt, 1, links. Das ist auch was wir uns gleich gemeinsam angucken werden, hat der bei Instagram folgende Stories gepostet. Oh. So,
übercringe, ne? Er hat wirklich 35 Jahre lang Boxen gelernt, damit er mir nachher eine Instagram-Story zeigen kann, wie krass er kämpft. Junge, ich habe öfter Chips gegessen, als du in einem Boxring warst. Ich hab dir nochmal von mir einen Satz, damit ihr euch in eurer Maskulinität bestärkt fühlt. Mich klatschen sogar Grundschüler um. In meiner Welt kannst du nicht weglaufen. Natürlich kann ich weglaufen. Ich bin nicht gelernt, ich führe meine Beine. Okay, obwohl, nein, wenn du mir die Beine wegziehst, dann nicht. Und woran er auch merkt, dass das alles Heuchler sind. Und zwar habe ich mir letztens eine WLAN-Katzentoilette geholt, die sich automatisch... Guck mal, darüber hat Manuelsen sich aufgeregt. Über diesen Satz jetzt, okay? Okay. Einigt, man muss ja jetzt keinen Afrikaner bezahlen, der vor der Toilette wartet. Ich will nur sagen, dass... Weil ABK gesagt hat, man muss jetzt keinen Afrikaner... Zitat ABK, der vor der Toilette wartet. Zu sagen, in erster Linie, ABK ist selber Afrikaner. Ja, so wie ich auch Afrikaner bin. Ja. Also, in zweiter Linie, Bruder, wenn du Witze über dich selber machst, über den machst, das sind doch nur Humor. Man kennt doch ABK, diese sarkastische Art und ja, dieser. Ah nee, aber die haben dann so ein Fass auf kommt der Film gemacht wieder und ja, auf Dicke. Dass dieser Junge hier, er ist mir letztens schon schief ins Auge gegangen und ich finde es eine Frechheit. Du solltest einfach mal darüber nachdenken, was du in der Öffentlichkeit von dir gibst. Da fühlen sich Leute angegriffen und beleidigt. Junge, was hast du damals gesagt? Ja, hab ich gesagt, gesehen, Brian, hab ich gesehen. Geleakt wurden. Dankeschön. Deine Mutter, du algerischer Flüchtling. Hast du verstanden, was ich sage? Ich wisch mein Sch** am Kopf, du von deiner Schwester. Find nie. Der will mir da allen Ernstes über Religionen reden, obwohl er noch im selben Atemzug private Audios verschickt, in denen der erzählt, wie er seinen Sch** an Kopftüchern abwischen würde, aber will mir aber jetzt hier einen aufmachen, ich setze mich für Minderheiten und sonst was ein. Geh Rapper Mittwoch gegen deine Ex-Frau machen. Bruder, ab wie viel Minute kommt das? Ich bin gerade live bei Twitch. Oh mein Gott, wie peinlich. Er muss den Typen im Livestream sogar anrufen. Digga, ey. Ich hab Digga gesagt. 100% wurde mir Häusen gesagt. Bruder, wenn du live bist, bitte reagier auf das Video von ABK und geh auf diese Stelle ein. Bitte, bitte, guck, was er da gesagt hat. Und zwar habe ich mir letztens eine WLAN-Katzentoilette geholt, die sich automatisch reinigt. Und man muss ja jetzt keinen Afrikaner bezahlen, der vor der Toilette wartet oder sonst was. Krampfhaft Manuelsen diese Stelle mehrmals wiederholen muss, weil ihn das eigentlich selber gar nicht juckt und er sich jetzt einfach... Aber sei mal ehrlich, er wollte es einfach nur sagen. Findet man diese Stelle ehrlich schlimm, Bruder? Ich eigentlich. Gerade wenn es von jemandem kommt, der für seine sarkastische, humorvolle Art bekannt ist, Bruder. Vor allem, er ist ja selber Afrikaner. Weil guck mal, ich habe mir gestern danach auch so die Reaction reingezogen von Ding. ABK sagt es ja auch. Mhm. Wenn er ABK sagen würde... Da sagt er, da steht ein Afrikaner vor der Toilette, den du bezahlen musst. Ja. Wenn er jetzt sagen würde, da steht ein Deutscher vor der Toilette, den du bezahlen musst. Keiner hätte sich aufgeregt, Bruder. Natürlich nicht. Niemand hätte sich aufgeregt, Bruder. Verstehst du? Weil man da den Humor versteht. Ja, ja. Aber dann auch immer, wenn man muss doch überall kommt, den Humor verstehen können, nicht, Bruder, ja? Seinen Kollegen Telsen zuliebe darüber künstlich aufregen muss. Es gibt jetzt mehrmals zurück, damit er in der Zwischenzeit darüber nachdenken kann, was kann ich darüber sagen, weil so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Guck mal, sein Kollege im Hintergrund, der ruft von hinten noch rein. Ey, ey, sarkastisch, sarkastisch. Endlich mal eine richtige Antwort im Ethikunterricht der Klasse 8b. Aber leider, wie immer, geht der Hochbegabte in der Klasse unter. Also sollen die Kanaken, die nur ein Weitsprungzeugnis von den Bundesjugendspielen haben, am lautesten reden. Darf ich mal erstmal was dazu sagen? Natürlich. Bitte nicht. Habt ihr den ganzen greift dann... Bitte nicht. Wenn er jetzt da einen Witz auch gemacht hätte über Baustelle mit Albaner, greift er einen Albaner oder kauft... Boah, ne, kein Bock mehr. Was? Was? Er hat selber den Tolga gemacht, gell? Ja, das ist eine Stunde. Das war schon... Oder mein Kadaver, hoffentlich von Albaner gefickt. Ja, Albaner, es muss doch nicht ein Afrikaner sein, der vor der Tür steht, wo du den Geld bezahlen musst. Es kann auch ein Araber sein, es kann ein Chinese sein. Klar, es muss schon unbedingt ein Afrikaner sein, der vor der Tür steht. Also bei dem IQ von dir, glaube ich, würdest du auch da ganz gut hinpassen. Der geht auf ein ganzes Volk mit Toilette, dies, das, hin und her. Bruder, ich schwöre dir, du hast gerade offiziell bewiesen, dass die Erde dreieckig ist. Danke für deine Worte. Ich schwöre, die Wissenschaft ist dreieckig. Der regt dich jetzt krampfhaft darüber auf, dass ich gesagt habe, ein Afrikaner steht vor der Toilette und passt auf. Der Afrikaner steht vielleicht vor der Toilette und passt auf. Und unsere Mütter mit Kopftuch putzen diese Toilette. Wie krass, Walla, wie krass, Cousin. Walla, hier, hör mal diesen Satz. Der Afrikaner steht vielleicht vor der Toilette und passt auf. Und unsere Mütter mit Kopftuch putzen diese Toiletten. Und jetzt? Wie viele Mütter von uns mit Kopftuch sind Putzfrauen? Hätte ich jetzt in dem Video gesagt, ein Allmann, der vor einer Toilette steht, hätte keiner was gesagt. Sei Katze, sei Pikachu, mich juckt das nicht. Guck mal, das sind sehr, sehr schwiegende Themen. Was? Schwiegende Themen. Schwiegende? Nochmal. Das sind sehr, sehr schwiegende Themen. Schwiegende? Das Wort gibt's gar nicht. Das kann Stief gehen, Bruder, ja? Also Schwiegende. Schwiegende. Aller krank. Mein nächstes Album heißt Schwiegende. Boah. Vom Gericht sind wir Schwiegende. Ja, wenn der Richter spricht, wir sind Schwiegende. Bullen fanden, doch wir bleiben Schwiegende.
bleiben Schwiegende. Wenn ich dann vor dem 31 Paragraph, nein, denn wir bleiben Schwiegende. Schwiegende. Baba. Ich, oh mein Gott, da wollte ich Schwerwiegende sagen und sagt Schwiegende. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich reagiere gerade auf Taubstumme, ne? Macht gar keinen Sinn. Wie kann ich davon ausgehen, dass du mich verstehst und wir nicht einmal die gleiche Sprache sprechen? Ich habe richtig Bock, mein Kind gerade in einen Drag Queen Kindergarten zu stecken. Keine Ahnung warum. Weil sie Welt eh verkackt. Und diese ganzen Sachen und jetzt noch diesen schwarzen Content noch mit reinbringt, ne? Und du sitzt da und machst dich einfach lustig. Nein, ich brauche mich nicht über Afrikaner lustig machen. Ihr seid doch schon lustig genug. Ja, der ist unlustig. Der ist maximal unlustig. Dass man das so hoch. Also ich sag ehrlich, ohne Schwiegende. Ich sag ehrlich, war der ABK ist lustig. So. Ja, sowieso, ABK ist immer lustig schon gewesen. Ja. Ja. Ich finde die Scheiße einfach nicht funny. Das ist das Video nicht funny, finde ich. Ist mir klar, weil du verstehst es ja auch gar nicht. Kauf dir demnächst eine Tüte Funny Frisch, wenn du meine Videos guckst. Wer hat denn so ganz gechillt, weißt du, ich meine? Das war voll schlecht, der Witz, aber für dich reicht er, dann verstehst du den wenigstens. Aber ich meine, so inhaltsloser Sonderschüler-Content reicht ja für die Zuschauer von Manuelsen. Weil mir haben auch sogar ein paar Leute aus seiner Community geschrieben, der hat mich irgendwie bedroht, beleidigt. Die kleine F***e macht YouTube. Ich weiß noch nicht mal, das hängt mir zum Piss einfach. Statt deine Ex-Frau zu dissen, der du Kinder hast, hättest du mal lieber diese kleine F***e dissen sollen. Guck mal, manche Leute, die YouTube machen und Content machen, sollen sich mal 10-mal überlegen, bevor die eine Sache anfangen. Manche Leute sollten 20-mal überlegen, bevor die anfangen zu reden. Du bist das Paradebeispiel dafür. Schwarzer Humor ist wie ein Flüchtlingsboot. Kommt nicht immer an. Ich hab mich über Flüchtlinge gemacht, ne? Scheiße, boah, ich bin schon voll der Rassist. Oder normalerweise, Telsen schlägt dich dumm und dämlich. Dumm und dämlich. Aber zum ersten Mal. Ja, TBK. Oder was das denn, ja? Vergleichst gerade. Warte mal, was ist das denn? Das ist der Typ. ABK hat ja dieses Video gemacht. Der hat ja gar nicht über Manuelsen geredet. Der hat Telsen bei dieser Icon-Toilette da gemacht. Ja, ja. Und hat gesagt, das. Das so Geschichten, Bruder. Mir sind gerade in diesem ganzen Video sinnvolle Worte gefallen. Dumm und dämlich. Ich hab eine andere Idee. Statt Jihad und Manuelsen könnt ihr euch dumm und dämlich nennen. Passt auf jeden Fall. Du greifst hier damit ein ganzes Volk an. Weil der greift damit ein ganzes Land an. Ich will kein Palaver machen. Obwohl mir sehr danach ist. Mir ist wirklich sehr danach. Mir ist auch ganz danach. Aber ganz bestimmt nicht mit Leuten, für die Afrika ein Land ist. Lieber ABK, das Sulfika ist durch den Engel Jibril alayhi salam auf die Welt gekommen, um den Islam zu verteidigen. Ah, hallo, Manuel ist ein Prediger geworden. Guck mal, ich glaube zum Beispiel nicht an Hinduismus. Ich glaube auch nicht an Buddhismus. Ich glaube da nicht dran. Avi, Kohle, Avi, ja? Oh Mann, der gibt einfach eine Sicha mit Zigarette. Was kommt als nächstes? Vortrag mit Jack Daniels Flasche oder was? Hör auf, irgendwelche Sachen zum Islam dazu zu erfinden und sonst was. Du hast keine Ahnung davon. Du verstehst ja nicht mal mich und meinen Humor. Du solltest einfach mal darüber nachdenken, was du in der Öffentlichkeit von dir gibst. Ich weiß nicht, dich berät oder dir sagt, okay, das kannst du machen, das ist gut. Nee, also mich berät niemand. Ich mach das alles alleine. Aber ich würde mir echt wünschen, dass euch in Zukunft jemand berät. Reicht doch vielleicht ein Afrikaner, der vor der Toilette steht und euch einfach berät beim Rein- und Rausgehen und euch daran erinnert, dass ihr euch vielleicht nochmal die Hände waschen sollt, wenn ihr aus der Toilette rausgeht. Ich werde ihn wieder mal dazu überreden, ruhig Blut zu bewahren und nicht durchzudrehen, weil ich ihn und seine kleine Familie und das Leben, was er sich gerade aufbaut, sehr schätze und ich möchte nicht, dass er das über Bord wirft, ne, für einen für dich. Also wirklich, Manuelsen, das ist eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Ihm am besten sagen, hey, Telsen, es macht keinen Sinn, diesen Jungen zu bedrohen oder ihm zu zeigen, wie krass du boxen kannst. Kämpf einfach gegen das Känguru und lass irgendwann mal mit C&A von der Toilette warten, weil da werden wir ABK schon sowieso erwischen. Telsen ist ein sehr, 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 sehr guter Mann. Und zweitens, meines Erachtens nach, ne, ist er 5-mal mehr Mann als du. 5-mal. 5-mal, okay? Ja, er ist sogar 20-mal mehr Mann als ich. Ich bin der schwächste Mensch der Welt, ich bin kein Mann. Ich identifiziere mich heute als UFO. Das, was du mit Telsen gemacht hast, ABK, ist falsch. Weißt du, über wen du dich da gerade... lustig gemacht hast, Holmes? Guck nicht, der Telsen ist ein junger schwarzer Mann. Ich schwöre auf meine Mutter, der schlägt dich dumm und dämlich. Wir wissen ja alle, dass Telsen ein Mann ist. Er kann sich ja boxen, er kann ja Gewalt anwenden. Ist doch gut. Das macht einen Mann aus. Walla, guck mal, wie ABK das ironisch hochnimmt, Digga. Walla. Genau, aber genau so sollte man antworten. Also Halla, krass. So. Der sich schlagen kann. Jemand, der aggressiv und gewaltig ist. Das ist Männlichkeit. Genau das. Mein Bruder Telsen, den du an dieser Stelle da reingeschnitten hast, neben einer Toilette. Guck mal, wieder eine Lüge. Telsen steht doch gar nicht neben einer Toilette. Telsen extra neben das Studio geschnitten und direkt daneben das Jobcenter, um zu zeigen, dass er noch eine Perspektive hat. Mit Rap hat es ja nicht geklappt. Mit Ansagen wird es nach diesem Video sowieso nie wieder klappen. Also bleibt das Jobcenter. Ist doch cool. Guckt, so schnell ist die Debatte zu Ende. Denen geht's gar nicht um Afrikaner. Das ist denen scheißegal. Es geht einfach darum, dass ich den Telsen wieder als Meme benutzt habe. Und ich wette mit euch, Leute, weder ein Telsen noch ein Manuelsen könnten mir sagen, wer ein Frederick Douglass war. Die werden es nicht wissen. Ich habe mich mit der afrikanischen Geschichte, mehr oder weniger auch, weil ich musste, im Laufe meines Studiums... Der hat doch Geschichte studiert, das ist lehramtmäßig.
Ja, ich weiß, Brahim. Dankeschön, Dankeschön. Mehr damit auseinandergesetzt als ihr. Ich meinte, versucht mir allen Ernstes Rassismus zu unterstellen. Lässt sich aber... Bitte nutzt dieses Video jetzt hier nicht. Benutzt das jetzt nicht, um irgendeine Video-Armada gegen Manuel zu machen. Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe gar keinen Zauber dafür. Nur das will ich dir sagen. So, das will ich dir sagen. Benutzt das jetzt bloß nicht und mach irgend so komische Videos und so, weil ich schwöre dir, ich habe keinen Zauber dafür. Kein Zauber. Guck mal, dann macht ein 22-Minuten-Video über mich, wo er komplett scheiße über mich labert, wo er auf Krampf versucht, meine Sachen falsch zu verstehen, wo er versucht, bestimmte Leute gegen mich aufzuhetzen, um dann am Ende zu sagen... Ich hoffe, meine Mutter, ich habe keine Geduld, mach kein Video über mich. Und bitte, Manuel, nerv mich nicht nach diesem an Video. An den falschen Klär Dinger. Einmal in deinem Leben Dinger. Was alleine, ohne irgendwelche ich Leute schön. Zu schicken, irgendwelche Telefonate, Unterdrückungspolitik und sonst was. Lass das bei mir. Ich juck das zwar nicht, wenn ich dich anzeigen werde, was ich auch 100.000% tun werde, wenn mir nur eine einzige Sache merkwürdig vorkommt. Walla ist auch die richtige Eigenschaft, Bruder. Walla, was willst du dich denn da mit irgendwelchen Leuten messen? Cousin, direkt. Was hast du davon? Ich schwör meine davon? Mutter, für was zahle Steuern, Bruder? Walla, für was zahle Steuern? Hallo, ich möchte eine Anzeige machen. Ich möchte nicht eine Anzeige, 50.000 Anzeige. Eine Anzeige von zwei Anzeige, von drei Anzeige, von einer Anzeige. Natürlich, Cousin, was denkt ihr denn? Und ich wette jetzt einfach nur mit dir auf YouTube meinen Spaß haben, weil YouTube mein Spiel Walla, ist. Walla, ich küsse dein Auge. Zwangsweise mit irgendwelcher anderen Politik konfrontieren wollt, dann werde ich den größten AfD-Eimer rauslassen, bis jemand in den Knast wandert. Ja, das war's mit dem Video, Leute. Wie immer versucht man mir auf Kampf irgendwas reinzudrücken. Hat aber wieder mal nicht geklappt. LBK Army, wir sehen uns beim nächsten Video. Walla, noch ein Wort zu diesem Video von mir. Walla, 3-0 FIFA Schnellsieg, oder? Controller abgeben. Ja, war schon 25. So, 25. Minute, 3-0 Schnellsieg. So, Controller Debatte gewonnen, erledigt. Thema zu. Ich küsse eure Herzen. Was jetzt mit LBK? Bruder, wir haben gequatscht. Wir haben geredet. So, was wollt ihr denn wissen? Ob ihr wissen wollt, ob irgendwann mal nochmal uns man uns zusammen sieht? Wahrscheinlich. So, Bruder. Ja, mal gucken. Das war, soll ich euch sagen, wie es war? Passt auf. Wir haben uns getroffen. Ja. Wir saßen gegenüber erstmal. Wir haben gesagt, ey Bruder, das was du gemacht hast, das war nicht korrekt. Hat er gesagt, ja Bruder. Er sagt, Bruder, das was du gemacht hast, war auch nicht korrekt. Hab ich gesagt, ja Bruder. Dann haben wir uns so in die Augen geguckt. Auf einmal hat er so gemacht. Und dann habe ich auch, ich weiß nicht, ich war Reflex, habe ich so gemacht. Dann ist es passiert, Reddys. Was soll ich euch sagen? Ja. Sowieso zwar von Anfang an, also von Anfang an war doch eh klar, dass man sich irgendwann wieder verträgt. Weil guck mal, wie lange wir Freunde waren, Chat, wisst ihr? Das ist ja nicht so, dass man einen Streit hatte, wo man nicht mehr verzeihen kann oder sowas. Weißt du, wir hatten nur eins, zwei kleine Differenzen gehabt, so. Und zwar eh nur eine Frage der Zeit. Ja, also. Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, bra. Wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Walla, mach para, inshallah, nützt das was? Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap la rue, ich komm von der Straße.